Und da der erste Crash, und zwar für Kyle Busch, der sein Auto da nachhaltig verformt hat. Oh la la. Na, es ist sogar Adrian Fernandez im zweiten Löwes Auto. Eieieiei. Der eine Mexikaner, nämlich Jorge Goethers, gar nicht qualifiziert. Und der zweite jetzt schon draußen. Es ist ein harter und dornreicher Weg, sich in dieser Rennserie durchzusetzen. Die IROC-Rennserie, International Race of Champions, auch dort werden ja ähnliche Autos wie im NASCAR-Sport gefahren, gleiche Autos, und dort werden auch die Open Wheel Racer eingeladen, die besten Sprint-Car-Asse auch. Da hat Marc Martin beim letzten Rennen, als er wieder mal Meister wurde, dem Sebastian Bourdais, dem Car-Champion aus Frankreich, ein Riesenkompliment gemacht und sagt, der könnte auch im NASCAR-Sport ein ganz großer werden. Bei Adrian Fernandez sind wir da nicht so ganz sicher. Der Mann inzwischen auch schon über 40, und ob der das noch lernen kann, wie man mit diesen Autos, diesen schwergewichtigen Fahrzeugen optimal fahren kann, ich glaube nicht. Die Bilanz in diesem Jahr ist eigentlich doch sehr ernüchternd für ihn. Handsicherheitssystem auch bei ihm, sodass der Aufprall sicherlich ihn nicht nachhaltig den Atem genommen hat.